Spitze. Spitze. Ja. Mädels. Komm. Schau. Lassen Sie doch die Kollegin los. Hier nochmal bitte. Der Sommerwind, er hat gespielt mit meinem Haar. Ich stand am Meer, nur weil mein Herz so einsam war. Schön, dass du kamst. Doch dann kamst du und zeigtest mir, wie schön die Sterne sind. Und dazu sang der Sommerwind. Der Sommerwind, er wehte mir die Sorgen fort. Mir schlug das Herz bei jedem Kuss und jedem Wort. Du sagtest mir, dass nun für uns das Leben erst beginnt. Und dazu sagen der Sommerwind. Und dazu weint der Sommerwind. Dazu weint der Sommerwind. Es tut mir leid, aber ich bin zu Hause. Ja? So, das ist der Tournee-Vertrag. Das waren also Susanne und Erika. Und, kennen Sie den? Ein Mann kommt zum Arzt, sagt der Arzt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollen Sie hören? Halt deine Fresse, wir wollen Titten sehen für unser Geld. Nicht deine blöde Visage. Die Leine. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt tanzt für Sie Eva Maria aus Kopenhagen. Yeah. Hast du den einfallen aus Kopenhagen? Da war ich doch noch nie. Als ob das hier eine Rolle spielt. Das war's, Karl. Erwarte nicht, dass ich dich vermisse. Ja, das wäre auch zu viel verlangt. Aber es ist nicht gut gehalten hier drin. 2 Jahre auf einer Backe. Auf einer oder auf 2 Backen setzen ist immer für den Arsch. Du sag mal, wenn ich dir jetzt eine runterhaue, darfst du da wieder rein? Du, mir eine runterhauen? Das würdest du nicht überleben. Das wird draußen wahrscheinlich auch nicht. Na ja, trotzdem, mach's gut. Und lass die Finger von den Checks. Vor allem, wenn sie nicht entdeckt sind. Ich werde mir's merken. Auf Servus. Servus.
müssen reden, Frank. Ich weiß. Ich hab's kommen sehen. Ja, was soll ich machen? Dich will einfach keiner mehr. Noch nicht mal die Arschlöcher da oben. Ich weiß. Ich brauch keinen Menschen. So ist nun mal unser Geschäft. Mal oben, mal unten. Nimm's nicht persönlich. Wie denn? Ach, Frank, da ist noch was. Die Wohnung im ersten Stock, die bräuchte ich für neue Mädels. Sag mal, machst du eigentlich eine Party? Ich glaub schon. Und deine Eltern sind ja auch da. Meine Mutter bestimmt. Mein Vater? Der ist in Südafrika. An deinem Geburtstag? Was macht? So, das macht 20,50. Entschuldigung, 20,50 Mark, bitte. Hab ich nicht. Wie hab ich nicht? Jo, ich hab bloß 15 und ein Fahrzeugwertstück. Es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Müsste ich noch was drauflegen, hm? Ja, das möchte ich bitte stark hoffen. Hier. Ja, und was soll das sein? Das ist Frank Haller. Das ist ein ganz berühmter Sänger, Schauspieler und Entertainer. Den kennt jedes Kind. Also, ich kenne den nicht. Moment mal, ist das nicht der, wo die Frau? Ja, genau der. Na, dann kenne ich den. Natürlich, meine Frau, die hat ja ein paar Platten von dem. Die dudelt sie manchmal ab, wenn es mal nicht so geklappt hat, wissen Sie. Verstehe. Ja, Entschuldigung. Vielleicht, wenn Sie mir freundlicherweise hier noch wie so eine Art Widmung draufschreiben könnten. Für Sie? Nee, für meine Frau, für die Uschi. Ah ja, für Uschi. Mhm. Uschi. So. Reicht so? Ich danke Ihnen. Oh, Entschuldigung. So. Ach so. Nee, nee. Bestimmt so. Also dann, ciao. Ciao. Na, wie war's? Habt ihr eure Klassenarbeit zurückgekriegt? Nö. Was machst du denn für ein Gesicht? Ist was mit der Schule? Nichts ist mit der Schule. Na, irgendwas ist doch. Ich hab's einfach satt, immer lügen zu müssen. Noch nicht mal meiner besten Freundin kann ich es sagen. Das hat keiner von dir verlangt. Aber es gibt Leute, die können mit der Wahrheit nicht umgehen. Und du gehörst dazu. Aber wir kommen doch gut ohne ihn zurecht, oder nicht? Ja, Mama. Bringst du die Blumen auf? Danke. Kommst du mal bitte? Tag, Marianne. Tag. Ich bin wieder da. Schön für dich. Ich dachte, ich könnte vielleicht... Nein. Nur vorübergehend. Du kannst nicht, Jochen. Mirjam und ich haben lange gebraucht, um ohne dich zurechtzukommen. Wir haben es endlich geschafft. Ja? Wirklich? Es geht uns sogar besser als vorher. Verstehe. Es tut mir leid. Was? Was tut dir leid?
Dass du deine Familie vernachlässigt hast, dass du nie Zeit für deine Tochter hattest, dass das Einzige, was für dich zählte, dieser Haller war, für den du alles geopfert hast, für den du sogar ins Gefängnis gegangen bist. Ich mach alles wieder gut. Marianne, glaub mir. Nein, Jochen. Ich verspreche dir es. Ich fange noch mal ganz von vorne an. Ich pack es. Nein, keine Versprechen. Du kannst dich auf mich verlassen. Versprich mir nichts mehr. Wenn du wirklich etwas für uns tun willst, dann lass uns in Frieden. Mich und Mirjam. Wiedersehen. Entschuldigen Sie bitte, Herr Belo? Ja. Mein Chef, der Akronoschick, möchte Sie bitte sprechen. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Das muss aber nicht sein. Es dauert auch nicht lang. Ich könnte sie selber tragen. Daran, Sie waren auf dem Weg zu uns, um Ihre Schulden zu begleichen. Ja, ja, natürlich. 236.000 Mark inklusive 18% Zinsen. Im Moment fällt mir es etwas schwer. Wissen Sie noch, wie Sie zu mir gekommen sind? Wissen Sie das noch? Ja, ja. Auf den Knien haben Sie mich angefleht. Herr Koloschek, haben Sie gesagt. Sie sind meine letzte Chance und ich? Ich habe nicht eine Sekunde gezögert, Ihnen 200.000 Mark zu geben. Und jetzt will ich mein Geld zurück. Und zwar genauso prompt, wie ich es Ihnen geliehen habe. Verstanden? Die Modalitäten besprechen Sie bitte mit meinem Buchhalter, Herrn Engel. Sie kriegen Ihr Geld. Ich verspreche es Ihnen. Geben Sie mir ein bisschen Zeit. Der Stundenlohn war in den letzten 2 Jahren erbärmlich. So kriegen Sie Ihr Geld nie. Wann bezahlen Sie, haben Sie gesagt? Ich weiß doch nicht. Das Geld hernehmen. Ich kann mir das nicht aus den Rippen schneiden. Ach, Frank. Das Etablissement für den Herrn. Ein starker ist Frank Haller. Girls, girls, girls. Und so weit sind wir gekommen. Im Scheinwerferlicht. Das sind Jochen, du? Hau ab. Frank, du wolltest immer nach ganz oben. Aber höher geht's nicht. Also. Verschwinde, sag ich dir. Verschwinde! Das könnte dir so passen. Nein, Frank, so einfach mache ich dir's nicht. Ich bin für dich in den Knast gegangen, hörst du? 2,5 Jahre habe ich gesessen. Geplatzte Konzerte.
wäre Hallen ein Arsch voller Schulden, weil du nicht aufgetreten bist. Ich habe Schecks gefälscht. Ich habe mir Geld ausgeliehen. Geld, was ich nie und nimmer zurückzahlen kann. Und für wen und für was? Für einen Freund, der keiner ist? Bleib stehen! Noch einen Schritt und ich springe! Frank, du bist mir was schuldig. Du hast mir mein Leben versaut. Meine Frau, die hat sich von mir getrennt. Meine Tochter will nichts mehr von mir wissen. Hau doch ab, Mensch! Nein! Hau doch ab! Nein, du kommst hau jetzt runter und zahlst deine Schulden zurück! Nein, Frank! Mann! Oh. Mann! Oh. Vorsicht, wenn dich jetzt noch verfolgst, bist du tot. Du bist erst tot, wenn du dich aufgibst. Ich habe aufgegeben. Schon vor langer Zeit. Christine ist tot. Aber dein Leben geht weiter. Worauf wartest du? Sie ist an mir kaputt gegangen. Weil ich immer nur an meinen Erfolg gedacht habe. Applaus macht taub, ja. Ich habe sie nicht mehr gehört. Und weißt du warum? Weil andere mir in den Ohren gelegen haben. Meinst du etwa mich? Ja, Jochen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hätte nie auf dich hören dürfen. Weißt du, wo du ohne mich wärst? Wo bin ich denn jetzt mit dir? Am Leben, Frank. Immerhin am Leben. Aber du bist wirklich fertig. Dein Selbstmitleid kotzt mich an. Spring doch von der Brücke. Stürz dich unter ein Auto. Du tust mir nur noch leid. Warte mal. Was ist? Würdest du mir mal einen Gefallen tun? Kommt drauf an. Da drin sitzt ein Mann, der war mal berühmt, verstehst du? Würdest du mal reingehen und den um ein Autogramm bitten? Ja, was für mich davon? Ach so. Ja, geht klar. Haller heißt der. Frank Haller. Nein, das ist der Falsche. Ja. Entschuldigen Sie, Haller? Ja? Dürfte ich ein Autogramm haben? Ein Autogramm? Ja, natürlich. Für wen soll es denn sein? Ach, schreiben Sie irgendwas drauf, oder? Nee, für Oliver. Für Oliver. Danke. Und das waren Sie mal? Ja. Ich habe ein Autogramm geben müssen. Oh nein, das ja. Gibt's doch nicht. Im Café, einem Jungen. Der hat mich erkannt. Na ja, wenn die Jungen dich nur erkennen. Was? Besteht ja noch Hoffnung. Und jetzt? Besorge ich uns ein Haus. Wie wär's mit Seeblick? Ach, du spinnst ja. Na bitte, dann spinne ich eben. Mit der Straßenbahn. Mit der Straßenbahn? Ja.
Oh, das war ja total schön. Geht einfach in ein Küsschen und vorhin wollte mit dir zu reden. Das ist doch süß. Was ist denn mit dir eigentlich los? Warum sagst du nichts? Was ist denn los? Mein Vater ist wieder da. Aus Südafrika? Ja. Aus dem Knast. Hier ist es. Donnerwetter. Hier ist es. Das kann doch nicht dein Ernst sein, Mensch. Das heißt ja nicht dein Ernst. Was willst du eigentlich? Bist du eine Suite im Krankenhotel? Na, was hab ich gesagt? Mitsee. Ich sehe nichts. Weil du nicht sehen willst, Frank. Mensch, mach die Augen auf. Das Leben ist schön. Abgeschlossen, nicht? Zurück zu den Wurzeln, was? Irgendwo muss er da sein. Ziemlich verrostet. Dann haben wir was gemeinsam. Komm daheim. Gehört dir das? Nein. Ein Freund. Der hat das hier immer benutzt, wenn er mal zu Hause rausgeflogen ist. Und jetzt fliegt er nicht mehr? Seine Frau ist ausgezogen. Aha. Und er hat sein Haus vergessen? Ja, ein vergessenes Häuschen. Ja. Mit zwei vergessenen Typen. Frank, da ist noch was ich dir sagen müsste. Ich hab mir was leihen müssen. Das war wohl nicht die richtige Adresse. Hörst du? Frank, ob du hörst? Frank? Frank! Sommerwind, er hat gespielt mit meinem Haar. Ich stand am Meer, nur weil mein Herz so einsam war. Doch dann kamst du und zeigtest mir, wie schön die Sterne sind. Morgen kann's wieder losgehen. Frank! Und dazu sang der Sommerwind. Mm.
Rühr dich nicht von der Stelle, bin bald wieder zurück. Ja. Mein Gott, ist das süß. Damen und Herren, und nun eine absolute Weltsensation, das haben Sie noch nicht gesehen. Eine brennende Maus springt durch einen lebenden Feuerreifen, oder auch umgedreht, egal. Und heute springt die Starmaus Heidi Heida. Achtung, Heidi, bitte Schwanz nicht verbrennen. Vorsichtig, denk an deine Gesundheit. Ganz langsam, so, und spring! Na bitte, war gut, ja? Ja, mein war gut. Ja, das ist eine sehr entzückende Nummer. Und Heida ist ja charmant, nur ja. Weißt du, wo mein Problem liegt? Die Nummer ist zu klein. Das heißt also, meine Bühnen sind einfach zu groß. Ja, was machen wir mit euch? Pass mal auf, ich habe da eine Idee. Ja. Kinderweihnachtsfeiern. Kindergarten. Hallo, Silberschneider. Ach du lieber Himmel, wen haben wir denn da? Du hörst von mir. Ja, wen haben wir denn da? Den lieben Jochen Behler. Der liebe Jochen. Möchte der liebe Jochen vielleicht seine Schulden bezahlen? Ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, aber Frank und ich, wir sind wieder im Geschäft. Oh, ihr seid im Geschäft. Was für ein Geschäft seid ihr denn? Ganz groß. Ganz groß. Deutschlandhalle, Gewandhaus, Friedrichstadtpalast, was du willst. Aha, und was willst du dann von mir? Dafür bin ich doch viel zu klein. Ja, weißt du, wir haben noch ein paar Termine frei. Und ich dachte, vielleicht feiert irgend so ein reicher Heini Geburtstag und will das Frank bei doch, ihm... Mann. Ich sag dir was. Dein Frank will keiner mehr geschenkt, glaub es mir. Komm, sei nicht so. Irgendein Jubiläum oder ein Feuerwehrfest wird's doch noch geben. Du, ich sag dir, hör drauf, für dich machen wir sogar Kaffeefahrten. Auch Zelt. So klein kann gar kein Zelt sein, mein Lieber. Du, denk nach. Ich brauche eine Chance. Jochen, was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? 350 Mark für Plakate. Mein Lieber, seit 2 Jahren ist das offen. Ach, Mensch, das könnte man gleich mit dem ersten Vertrag verrechnen. Jochen. Bei aller Freundschaft. Da, wo du hin willst, da gibt's nur eine Adresse. Sag, Christopher, ist das brutal. Ich lass keinen auftreten, der älter aussieht als ein Publikum. Und Toni soll sich diesen protzigen Brillanten vom Finger nehmen. Was, wie, der kriegt ihn nicht runter? Ich dachte mal, der kriegt ihn nicht hoch. Was ist mit Marion Gerd? Ach nein, das ist interessant, die reden nicht mehr miteinander. Du, die sollen ja auch nicht miteinander reden, die sollen miteinander singen. Richtig, und ansonsten sollen die Klappe halten. Sekretariat von Herrn Bankwald, wo ist mein Apparat? Ja. Ja. Nein, tut mir leid. Befindet sich gerade in einer Konferenz. Da kann ich nicht stören. Gut, ciao. Dann versuchen Sie es später wieder. Sekretariat von Herrn Bankwald? Grand Hotel, kleinen Moment bitte, ich verbinde. Gehen Sie dann bitte dort drüben zum Telefon. Dankeschön, sehr freundlich. Jochen Behler. Hallo, Frau Höbner. Ja, das ist aber schön, Sie wieder mal an der Strippe zu haben. Ja, ich war eine ganze Zeit weg. Im Ausland. Im Grand Hotel. Aber nur vorübergehend. Sagen Sie mal, ist mein alter Freund Hans Hermann zufällig in der Nähe? Ja. Oh, tut mir leid, Herr Bedo, ich kann ihn im Augenblick nicht finden. Darf ich irgendwas ausrichten? Gut, dann versuchen Sie es später noch einmal. Ja. Sie sorgen mir dafür, dass dieser Mensch diese Schwelle hier nicht überschreitet. Haben Sie mich verstanden? Von mir aus sagen Sie ihm, ich sei verstorben und morgen ist Beerdigung. Ich will ihn nicht sehen. Ja, hallo? Hans-Hermann Balker hier. Ah, entschuldigen Sie, der Herr. Ja. Bezahlen Sie das Gespräch gleich bar oder soll ich es aufs Zimmer schreiben? Aufs Zimmer. Und Ihre Zimmernummer bitte? Meine, dies war die 126. Vielen Dank, danke schön. Wiedersehen, schönen Tag. Wiedersehen, Ihnen auch.
Schmidt. Guten Tag. Regina? Mhm. Mensch, Regina, bist du nicht zu fassen? Hey, Jochen, so sieht man sich wieder. Ja. Hast du es eilig? Ich? Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie so einfach anspreche. Sie sind doch... Nein. Natürlich sind Sie es. Sie wollen bloß nicht erkannt werden, sonst könnten Sie ja nicht mehr Straßenbahn fahren. Ich sitze neben Frank Haller. Nicht zu fassen. Können Sie sich überhaupt vorstellen, was das bedeutet? Wahrscheinlich nicht. Für Sie ist das ja ganz normal. Sie sind was ganz Besonderes. Ich glaube, ich muss Sie enttäuschen. Doch, doch, Sie sind es. Wenn man so alt geworden ist wie ich, dann weiß man, wen man vor sich hat. Behalten Sie es trotzdem für sich, ja? Solange ich lebe. Nächste Haltestelle. Südfriedhof. Hör auf, Jochen, du übertreibst wie immer. Nein, das tue ich nicht und das weißt du auch ganz genau. Die waren da alle ganz verrückt nach dir. Die Königin warst du. Die Königin der Nacht. Die hätten alles für dich getan. Aber du weißt, dass die Königin der Nacht eine Eigenschaft hat. Sie verblasst, sobald der Morgen anbricht. Aber du nicht. An mir ist keiner hängen geblieben. Na mal, bist du noch hier im... Nein, seit Jahren nicht mehr. Ich wüsste da jemanden. Ach Jochen, du doch nicht. Du hängst doch so an deiner Familie. Würdest du trotzdem... Nein. Also für mich wenigstens... Nein. Eine Ausnahme? Hm? Nein, Jochen. Nein? Verzeih, Christina, dass ich jetzt erst komme. Weißt du, ich hab's einfach nicht gepackt. Du fehlst mir. Jochen ist wieder da. Er sagt, was passiert ist, ist passiert. Man kann's nicht ungeschehen machen. Wir können es noch mal schaffen. Aber du weißt ja, wie er ist. Nicht unterzukriegen. Ich frag mich nur, wozu? Du bist ja nicht mehr da.
was denn los? Also ich habe wirklich gedacht, du bist weg. Das Beste, was dir passieren kann. Das kann ich mir gar nicht erlauben, dich zu verlieren. Du bist das Einzige, was ich habe. Armes Schwein. Was denn eigentlich gesteckt? Ich habe einen Besuch gemacht. Ein Besuch, der längst fällig war. Ja, die Hauptsache ist, du bist wieder da. Das nächste Mal hinterlässt du mir irgendwas. Ja, Schulden. Jetzt lass mal deine Wetze. Du guck, hier. Ich habe eingekauft. Mensch, hast du eine Bank geplündert? Das habe ich gar nicht nötig. Ich habe jemanden gefunden, der für mich was übrig hat. Ja, der muss blind sein, ne? Ganz im Gegenteil. Guck, mobil sind wir jetzt auch. Ich habe nur eine Mark gezahlt dafür. Und für wie viele Jahre hast du unterschreiben müssen? Ach, nur 3 Jahre. Du, wenn wir es in der Zeit nicht geschafft haben, können wir es eh vergessen. Übrigens, die sind schon ganz verrückt alle auf dein Comeback. Ja, ehrlich. Was liegt an? 12 Anrufe, ich hab's alle notiert. Und Sie haben Besuch. Besuch? Hallo, Gami. Hallo. Ich hätte Sie beinahe vergessen. Das wäre aber schade. Also machen wir's kurz. Was wollen Sie? In die Hitparade. Mit singen? Beispielsweise? Frau Hübner, ich möchte nicht gestört Talent Schuppen, Hans Hermann? Wer hat dich denn reingelassen? Tja, wer schon? Was willst du? Eine faire Chance für Frank Haller. Und du bist der Einzige, der sie ihm geben kann. Das siehst du ausnahmsweise mal richtig. Erinnerst du dich noch an unsere Bäder-Tournee vor 7 Jahren? Ja. War ganz schlecht verkauft. Ach. Ja, mieses Wetter, miese Stimmung, leere so? Seele. Ja, da hätte ich deinen Haller gut brauchen können, ne? Aber er wollte nicht, ums Verrecken nicht. Er hat mich im Regen stehen lassen, der Mann. Er konnte nicht, Hans Hermann. Ach Gott, sein Pech. Er hatte andere Verträge. Mhm. Ist das? Ja, ja, komm, ist gut. Ich überleg's mir. Nerv mich jetzt nicht. Ich hab zu tun. Danke. Stör ich? Ach, nein, Schatz, du störst nie. Auch nicht, wenn ich 10 Minuten früher gekommen wäre. Wer ist denn die Prinzessin? Deine neue Entdeckung? Ist doch genau dein Typ. Das habe ich auch gehofft. So. Das ist meine Entdeckung. Ich habe sie ihrem Mann vorgestellt, aber es scheint, er hat keine Verwendung für sie. Brav, Hans Hermann. Sehr brav. Ich komme dann noch mal später drauf zurück. Und noch einen schönen Tag. Ja. Ja. Kennst du Bilo noch? So? Von früher, meine ich. Das ist lange Zeit her. Der ist jetzt noch Agent von Frank Haller. Und viele junge Mädchen hat er auch in seinem Stall. Mhm. Ja. Scheiße. Ach, Mensch.
unforgettable. That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you that sings to me. Never before has someone been more. In every way. Das hört sich aber gut an. Wer sind Sie denn? Was wollen Sie? Das Anwesen? Ich habe das Schild draußen gelesen. Es ist zum Verkaufen, nicht? Ja, kann sein. Hm. Ja? Ich hätte Interesse. Ein bisschen heruntergekommen, das Ganze, aber nicht hoffnungslos. Meinen Sie? Darf ich? Ja, natürlich. Kann ich Ihnen was anbieten? Was hätten Sie denn? Ein Kaffee vielleicht. Auch das? Ganz gemütlich hier. Bitte schön. Danke. Ich nehme an, Sie nutzen das hier nur am Wochenende oder in den Ferien. In den Ferien, ja. Erstreckt sich das Grundstück bis zum See? Mhm, bis zum See. Gehört der Steg auch dazu? Ja. Das möchte ich mir gerne ansehen. Kommen Sie. Oh, das gefällt mir so gut. Schönes Moped, ne? 2150 Mark, 50 Kubikzentimeter. Oh, das alles in meiner Tante. Das wäre wohl der Hammer, oder? Das wäre so geil. Kann ich mal draufsetzen oder so? Oh, ich bin mal kurz. Oh, das ist geil. Oh, ich will das auch haben. Oh, das steht hier oben. Mit Abstand betrachtet ist es sehr hübsch. Abstand kann manchmal sehr hilfreich sein. Hm. Oftmals erkennt man den wirklichen Wert erst später. Oh, das hätte ich jetzt besser nicht gesagt. Womöglich wird es jetzt noch teurer. Was wollen Sie denn haben dafür? Fürs Bootshaus? Das kann ich Ihnen nicht verkaufen, das gehört mir ja nicht. Und dafür lassen Sie mich rudern wie ein Galeerensklave? Weißt du? Das mit dem Rudern war Ihre Idee. Was checkst du denn? Muss mal durch, ja? Auch wenn es mit dem Kauf nicht geklappt hat, es war ein sehr schöner Nachmittag. Danke für die Kreuzfahrt. Weil Sie mit dem Eigentümer mal sprechen sollten. Er kann mich gerne anrufen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Du bist schon wieder zurück? Siehst du doch. Besuch? Sie interessieren sich für das Grundstück. Ah ja. Ja, sie will es kaufen. Und? Hast du es ihr verkauft? Das überlasse ich lieber dir.
Du schaffst das bestimmt. Ich habe schon genug zu tun, dich zu verkaufen. Ich habe einen Auftritt für dich. Was, du hast was? Einen Auftritt. Silberschneider hat sich gemeldet. Der hat einen Job für uns. Ich kann nicht auftreten. Was kannst du nicht? Ich kann nicht auftreten, ich habe keine Stimme. Na und? Dann machen wir Playback. Was? Playback? Nee. Ja. Das ist Betrug. Das ist kein Betrug. Betrug am Publikum, habe ich nie gemacht. Quatsch, das ist kein Betrug, das ist professionell. Frank, Hauptsache, wir sind wieder im Geschäft. Hier. Ich weiß nicht, du. Was weißt du nicht? Du, wenn du es jetzt nicht weißt, wirst du es nie wissen. Die ist nett. Sehr nett. Ja. Regina Köhler. Ah. Eine tolle Frau. Ja, meine Damen, einen Fußwärmer. Viel Spaß damit. Ja, Sie auch einen? Nein? 79,80 machen wir nachher am Saal. Ja, die Decke hervorragend. Sie auch einen Fußwärmer? Nein? Sie haben einen wunderbar. Hier kommt die 79 mit Kupfer gemacht. Das alles nachher. Jawohl, hervorragend. Sag mal, sind wir hier richtig? Du bist in Gold richtig. Was erwartest du? Kreischende Teenager oder Friedrichstadtpalast? Du hast immer gesagt, wo Publikum ist, trete ich auf. Und hier ist Publikum. Also? Ich habe ein Scheißgefühl. Ja. Platz zu nehmen, denn wir kommen nun zum Höhepunkt der heutigen Veranstaltung. Als erstes möchte ich mich bedanken für das Vertrauen, was Sie so zahlreich unseren weltbekannten Fußmatten und Heizdecken entgegengebracht haben. Aber vielleicht war das gar nicht nötig, denn der Mann, den Sie jetzt begrüßen dürfen, zeig's ihn. Der wird Ihnen noch genügend ein. Also heute bei uns zu Gast der unvergleichliche Frank Haller. Frank, mach doch. Meine Damen und Herren, bitte, verstehen Sie mich bitte. Ich kann nicht. Ich kann wirklich nicht. Entschuldigung, bitte. Ich bitte Sie um Entschuldigung. Du machst alles kaputt, auf einmal, mit einem Schlag. Wenn du jetzt gehst, dann brauchst du nie wiederkommen. Dann bist du am Ende. Ein für alle Mal. Frank, das ist unsere letzte Chance. Ich flehe dich an. Wirf sie nicht weg. Komm mit mir zurück. Ich sag den Leuten, dass dir schlecht geworden ist. Komm.
Komm mit. Du kannst es doch. Ich weiß es. Du hast keine Ahnung, was ich für dich getan habe. Überhaupt keine Ahnung hast du. Mensch, verschwinde doch. Hau doch ab. Lass dich begraben. Und das hier. Kein Mensch braucht das mehr. Keiner. Sind die Ferien schon zu Ende? Alle Ferien haben mal ein Ende. Haben Sie mit dem Eigentümer sprechen können? Sie haben sich erkundigt, nicht? Ja. Und ich weiß auch, wer Sie sind. Ja? Da wissen Sie mehr als ich. Sie sind der berühmte Frank Haller. Frank Haller stimmt. Berühmt war mal. Ich kenne Ihre Geschichte. Zumindest die, die in der Zeitung steht. Aber das muss ja nicht immer die Wahrheit sein. Jede Wahrheit hat eine längere Geschichte. Ich liebe längere Geschichten. Wenn sie gut ausgehen. Die bestimmt nicht. Vielleicht ist sie ja noch nicht zu Ende. Wollen Sie sie wirklich hören? Wollen Sie sie wirklich erzählen? Ich weiß nicht. Ich kenne sie ja kaum. Hallo, Miriam. Hallo. Miriam, hast du mal ein paar Minuten Zeit? Miriam, vielleicht war ich als Vater nicht so toll. Ganz sicher nicht. Ich weiß, ich hätte mich mehr um euch kümmern sollen. Ich habe mir das auch immer vorgenommen, aber dann habe ich es doch verschoben. Ich habe immer gewollt, dass du immer stolz auf mich sein kannst. Aber das kann man wohl schlecht, wenn der Vater im Knast sitzt. Nicht wahr? Nein, das ist nicht leicht. Du hast bald Geburtstag. Hast du einen Wunsch, den ich dir erfüllen kann? Ich weiß nicht. Vielleicht. Laufen Sie denn vor Ihren Geschäftspartnern davon? Sie haben doch nichts zu verbergen. Was wollt ihr denn von mir? Herr Bello, jetzt sind es schon 250.000 Mark. Und von Tag zu Tag wird es mehr. Und da fragen Sie mich, was ich von Ihnen will? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich zahle das Geld zurück. Ist ja gut, Bello. Ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag.
Ihre Frau hat doch einen sehr lukrativen Job in einem Blumenladen, oder? Meine Frau hat damit nichts zu tun. Wir leben getrennt. Oh, das tut mir aber jetzt sehr leid. Normalerweise parkt er immer sehr präzise ein. Seid ihr wahnsinnig, meine Beine! Übrigens, Bello, Ihre kleine hübsche Tochter hat doch bestimmt ein Sparschwein. Lassen Sie meine Tochter in Frieden. Morgen. Morgen. Gestern wolltest du noch weg und heute wäschst du Hemden? Aber nur meine. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie bin ich froh, dass du Hemden wäschst. Frank? Ja? War was? Nee. Bei dir? Ach, ich bin irgendwo gegengestoßen. Aha. Nichts Neues. Doch. Wir haben ein Angebot für eine Talkshow. Hans-Hermann Walker moderiert sie. Aha. Und wo ist der Haken? Das Thema. Was ist aus Ihnen geworden? Du, da gehen wir nicht hin. Wenn wir das Angebot annehmen, dann sind wir endgültig unten durch. Ich mach das. Was machst du? Ich geh dahin. Danke vielmals. Meine Damen und Herren, das Thema unserer heutigen Sendung lautet wiederum: Was ist aus Ihnen geworden? Es ist sicherlich nicht einfach, meine Damen und Herren, mit dem Gefühl zu leben, keiner will mich mehr. Wer will das schon? Manche Menschen müssen es. Und einer, der dieses Gefühl besser kennt als jeder andere, der ist heute bei uns. Ex-Schlagersänger, Ex-Entertainer, Ex-Star, meine Damen und Herren. Der macht den doch lächerlich. Ich muss froh sein, dass er überhaupt eingeladen wurde. Ja, nee. Also, Frank, was ist das für ein Gefühl, wenn über Nacht kein Hahn mehr nach einem kräht? Sie werden lachen, aber man kann damit leben. Es geht ja allen Menschen so, nicht? Niemand kann sein Leben lang Musik auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und ein Sänger oder ein Schauspieler ist da nichts Besonderes. Ja, natürlich, aber bei Ihnen werden die Schatten langsam länger. Aber manchmal findet man jemanden, um den es sich lohnt zu kämpfen und wieder aufzustehen. Nichts beschreibt es besser als dieses Lied. Scheiße, was macht denn der da? Lass mal. Das war doch gar nicht geplant. Lass, das ist gut. Und zeigtest mir, wie schön die Stadt. Das ist saugut! Und dazu sang der Sommerwind. Der Sommerwind. Das ist es. Erwiete mir. Das ist es doch. Mir schlug das Herz bei jedem Kuss und jedem Wort. Du sagtest mir, dass nun für uns das Leben erst beginnt. Und dazu sang der Sommerwind. Frank, Dankeschön. Na, ihr musst du danken.
Das ist mein Freund Jochen Behle und das ist Regina, von der ich dir erzählt habe. Sehr erfreut. Wie kann sowas passieren? Sag mir das. Hermann. Warum hast du dich ausgeblendet? Hans Hermann, jetzt halt doch bitte mal die Luft an. Sowas muss man verhindern. Verhindern? Was soll ich denn da verhindern? Die Begeisterung da draußen? Die über 1000 Anrufer, die durchgekommen sind? Das soll ich verhindern? Das wird die beste Einschaltquote, die du je hattest. Gratuliere, Hans Hermann. Toll gemacht. 1000 Anrufer? Ja. Am Nachmittag? Ja. Das darf nicht wahr sein. Das ist Wahnsinn. Frank, fahr mal auf. Großartig, wie du das gemacht hast, das war super. Du bist in meiner nächsten Show. Was? Ja, die große Gala, kommst du rein. Dein Comeback, nur bei mir, exklusiv, ist das klar? Aber natürlich, Hans Hermann. Und du sorgst mir dafür, dass er nirgendwo anders auftritt. Na ja, ist okay. Wenn das in die Hose geht, hast du keine Eier mehr. Hier noch jemand? Ja, ich denke, du hast sie alle weggeworfen. Alle nicht, ein paar sind nicht untergegangen. Was ist? Wollen wir noch irgendwo hingehen und feiern? Tut mir leid, ich habe noch was vor. Viel Spaß noch. Taxi! So kenne ich den ja gar nicht. Wie ist das mit Ihnen? Haben Sie auch etwas vor? Allerdings. 3, 2, 1! Was willst du hier? Meiner Tochter gratulieren. Ich hab dir doch gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Mit welchem Recht? Sie ist auch meine Tochter. Und ich hab sie genauso lieb wie du. Ich gratuliere dir. Ja, dann noch einen schönen Abend. We know the key to unity of all people. Papa! It's in the dream that you had so long ago that lives in all of the hearts of people. Ja. Oh. Oh, welche Ehre. Die Zeitung mit dem guten Stern. Ein Interview. Oh, da muss ich erst mal schauen, ob er noch einen Termin frei hat. Ich rufe zurück. Nein, nein, keine Homestory. Ich sage Ihnen auch nicht, wo er wohnt. Nur so viel. Irgendwo im Grün. Was glauben Sie, der Mann ist ein Naturbursche. Nein, nein, wir sehen uns dann bei der Gala, ja. Ja, danke. Sekretariat Haller? Ach, guck an, du bist. In einem Möbelhaus soll er singen. Sag mal, Silberschneider, du hast doch einen an der Klatsche. Der Mann ist ein Star. Der singt doch nicht zwischen Betten und Kommoden. Gut, pass auf.
Wenn wir eine Tournee machen, beteiligen wir dich 80-20. Ja, gut, 75-25. Ja, aber dafür musst du mir auch einen Gefallen tun. Morgen, Herr Haller. Morgen, morgen. Das war super gestern. Wollte Sie fertig machen, der Typ. Aber dem haben Sie es mal richtig gegeben. Finden Sie? Ja. Oh nein, nicht von Ihnen. Es war mir ein Vergnügen. Mir auch, mir auch. Hallo? Ach, Jochen. Nein, 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 nein. Ist alles in Ordnung. Es geht ihm gut. Er hat soeben das Hotel verlassen. Ja, wir hatten einen sehr schönen Abend. Ja. Natürlich, er hat hier übernachtet. Das hast du großartig gemacht. Wirklich, wirklich klasse. Ja, ich habe schon immer gewusst, wenn du was willst, das kriegst du auch. Was hast du? Was? Ein schlechtes Gewissen? Du, dafür ist jetzt der falsche Zeitpunkt. Wie? Funkloch. Hör zu, Jochen, ich mach da einfach nicht mehr mit. Ich hätte mich niemals auf das einlassen sollen, weil es ein Scheißspiel ist. Jochen, wir müssen unbedingt mit ihm darüber... Jochen? Jochen? Jochen! Mistkerl! Ja, hallo? Frank! Sag mal, wo hast du das Auto her? Von Silberschneider. Aha. Geliehen. Und was hast du dafür versprochen? Gott in die Welt. So, also mich, ne? Quatsch, komm, steig ein. Ja, mach ich. Ab heute hinten. Aber du spinnst ja wohl, Mensch. Kommt ja gar nicht in Frage. Ich steig vorne ein. So. Hier. Seit langer Zeit, dass du wieder mal auf der ersten Seite bist. Ich soll doch keine Zeitung lesen. Die Guten schon. Übrigens, ich habe einen neuen Anzug für dich. Was hast du? Ja? Einen Anzug? Bezahlt? Gezahlt. Angezahlt. Ach, angezahlt. Ich habe dem Filialleiter ein Bild mit dir versprochen. Wird sowieso Zeit, dass du neue Fotos machst. Aber Mensch, ist doch Quatsch. Die sollen die alten nehmen, da sehe ich sowieso besser aus. Frank? Ja? Wir sind wieder wer? Da waren wir vorher niemand. Du weißt schon, wie ich es meine. Übrigens, Walker macht einen Presseempfang. Die Leute sollen wieder wissen, dass du da bist. Engel, ich frage mich schon lange, was sind Sie für ein Mensch? Wieso? Wieso? Warum sind Sie nicht beim Finanzamt geblieben? Mir fehlte der menschliche Kontakt. Den haben Sie jetzt. Ja. Engel, haben Sie eigentlich Freunde? Bei Finanzamt macht man sich keine Freunde. Und jetzt brauche ich doch keine mehr. Meine Damen und Herren, es kann nicht mehr lange dauern. Er müsste gleich kommen. Ah, na endlich! Die Sonne geht auf, meine Damen und Herren. Das ist das Comeback des Jahres. Aber was sage ich? Des Jahrzehnts! Meine Damen und Herren, ich habe nie aufgehört, an Frank Haller zu glauben. Also, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte er schon viel früher in meiner Show auftreten können. Aber was soll ich sagen? Er war verschollen! So, und jetzt machen Sie Ihre Fotos, stellen Sie Ihre Fragen. Moment. Ja? Entschuldigung, haben Sie eine Einladung? Natürlich. Und wie ist Ihr Name? Stolzenbach und Engel. Es tut mir leid, ich kann ihn nicht finden. Ich würde Sie bitten, dort drüben zu warten. Hallo, wo waren Sie in letzter Zeit gewesen? Tut mir leid, aber die Jury besprechen. Es scheint Ihnen sehr gut zu gehen. Haben Sie eine neue Liebe? Oh nein, keineswegs. Wissen Sie, was das bedeutet, Engel? Der hat Geld. Diese kleine Drecksau will uns bescheißen. Nein, nein, Engel. Nicht hier und nicht jetzt. Sollte noch jemand von euch Fragen haben, ich stehe jedem gerne zur Verfügung. Und jetzt das Wichtigste. Leute, das Buffet ist eröffnet. Komm. Das sieht doch gut aus. Ja, er fühlt sich auch gut. Er ist völlig intakt. Sehr gut. Ist der
wahrscheinlich ein arrogantes Arschloch. Das Produkt unserer Branche. Bring mich um, wenn ich so wäre wie der. Dürft ihr denn von den beiden Herren ganz exklusiv nur für mich ein Foto schießen? Danke. Ich freue mich, dass du da bist. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, weil ich mich hier reingeschlichen habe. Oh, solange dir sonst keiner auf die Schliche kommt, Regina. Schön, Sie zu sehen. Ja, freut mich. Ja. Seit wann sind Sie da? Gestern schon eingeflogen? Gestern schon eingeflogen. Sehr gut. Selbstverständlich. Ja, aber entschuldigen Sie. Warten Sie einen Moment und dann. Woher kennen Sie Regina? Aber Frank. Die kennt ihr doch jeder. Schließlich in der Vergangenheit des Mädels, ne? Galt lange Zeit als Belos Geheimwaffe. Wenn nichts mehr geht, kommt Regina. Kommt Regina. Ich möchte nicht wissen, wem er sie alles ins Bett nimmt. Also, wenn ich nicht verheiratet wäre, ich. Sag bloß, du hast das nicht gewusst. Aber du bist aber der Einzige. Ich komme gleich. Wir sehen uns gleich in der Show. Na, ist irgendwas? Das fragst du mich? Ihr seid wirklich ein wunderbares Gespann, ihr beiden. Eine einzige Lüge. Und ich bin voll drauf reingefallen. Er hat dich auf mich angesetzt, ne? Mein Gott, war ich ein Idiot. Aber eure Rechnung geht nicht auf. Das schwöre ich euch. Frank. Haben wir nur angerichtet. Ich hole ihn zurück. Ich komme mit. Nein, geh du in die Konzerthalle, falls er dort auftaucht. Ich fahre ins Haus. Frank! Frank! Zahltag. Engel, genug menschliche Kontakte. Da bin ich in einer Dunkelkammer oder auf einer Showbühne. Nun mach doch mal Licht, Leute. Ist denn das so schwer? Licht! Danke. Oh, hallo. Das ist ein neuer Superstar. Hierher. Ist ein solcher Idiot. Danke. Wieso, habe ich was Falsches gesagt? Das weißt du ganz genau. Er hat es doch sowieso erfahren, früher oder später. Ja, wer hätte es von mir hierher erfahren? Nicht von das Licht. Du musst es ja unbedingt deine Klappe aufreißen. Du bist ein solches Arschloch. Also komm, nur mal langsam. Wie redest du denn mit mir? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich weiß, wer ich bin, aber du weißt es nicht. Hey, was ist los? Macht was. Macht hin. In knapp 2 Stunden sind wir auf Sendung. Nichts klappt. Mach die Lüster hoch, die hinteren runter. Jana, wo bist du? Jana, die Lüster soll hoch. Und die hinteren runter. Der tut zu viel. Und die hinteren runter. Entschuldigen Sie. Ja? Frau Köhler, sind Sie das? Ja. Telefon für Sie, das Virchow-Krankenhaus. Das Krankenhaus? Hallo? Ja. Dankeschön. Du, es tut mir tierisch leid, aber wir können ihn nicht finden. Wir haben überall gesucht. Was heißt das? Er ist nicht da. Das ist doch meine Scheiße. Ich hätte es wissen müssen. Oh, ich hätte es wissen. Diese Nullnummer, Menschen. Spinn da nochmal und ich nehme ihn auch noch einmal Programm. Gib ihm eine Chance, ich Volltrottel. Okay, und was machen wir jetzt? Ach, was heißt, was machen wir jetzt? Wir schmeißen ihn raus, kommt der her. Ich werde den Leuten sagen, wo Frank Haller ist. In der Versenkung. Und zwar für immer. Ich mache den Kerl so fertig, dass kein Hund mehr ein Stück Brot von ihm nimmt. Das sage ich dir. Mensch, wie schließe ich denn jetzt? Darf ich scheiße? Nun hör doch mal mit dem Gefummel auf, Mann. Ich habe wirklich geglaubt, dass ich jemanden gefunden habe, dem ich vertrauen kann, aber ich habe mich geirrt.
Ich habe mich ganz furchtbar geirrt. Es ist etwas Schreckliches passiert. Willkommen im Leben, Herr Belo. Ich bin Dr. Löffler. Sie haben ganz schön was abgekriegt. Einzelheiten erspare ich mir, das machen wir morgen. Ich dachte schon, Sie wachen überhaupt nicht mehr auf. Ich brauche einen Fernseher. Ein Fernseher? Ein Fernseher. Aber das ist nicht bis morgen Zeit? Nein, die Show. Ich muss die Show sehen. Also gut, wenn Ihr Leben davon abhängt, holt Sie dem Mann einen Fernseher. Danke. Meine Damen und Herren, vielen Dank, danke. Herzlich willkommen zu meiner Show. Meine Damen und Herren, ich verspreche Ihnen einen Abend voller Überraschungen, voller Höhepunkte, das Beste vom Besten hier in meiner Show, der Hans-Hermann-Walter-Show. In diesem prächtigen Rahmen darf ich Ihnen heute Abend die schönsten Melodien und die größten Stars präsentieren. Seien Sie meine Gäste für die kommenden spannenden 90 Minuten. Lehnen Sie sich zurück, genießt sie. Meine Damen und Herren, eigentlich wollte ich Ihnen heute Abend das große Comeback von Frank Haller ankündigen, aber was soll ich sagen? Frank Haller ist da! Er ist da, meine Damen und Herren! Was für eine Überraschung! Heute Abend bei mir in der Hans-Hermann-Walter-Show. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie ganz herzlich mit mir Frank Haller! Meine Damen und Herren, liebe Freunde, das Lied, das ich singe, singe ich für jemand, ohne den ich gar nicht hier wäre. Nicht heute bei Ihnen und nicht auf der Bühne. Er hat alles riskiert, seine Familie, sein Glück, sogar sein Leben. Für mich. Schön, dass es einen solchen Freund gibt. So, Jochen, das ist für dich. Siehst du, Mädel, das ist Showbusiness. Es ist wahre Freundschaft, du Schwachkopf. Aber davon verstehst du nichts. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me. Wie ging's noch nie so gut? That sings to me never before has someone been more unforgettable in every way.
forevermore. That's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable. Frank, redest du noch mit mir? Ich gebe ja zu, es war Jochens Idee. Ja, und der erste Schritt war auch für ihn. Aber jeder weitere für mich. Ich habe mich wohlgefühlt an deiner Seite. Ich hätte es dir gesagt, über kurz oder lang. Ob du es mir nun glaubst oder nicht. Ich würde dir so gern glauben. Aber... Okay. Regina. Mein Gott, Mirja. Komm rein. Ich hab dir ein paar Blumen gebracht. Ja. Steht eine Vase. Und wie fährt sich's? Total klasse. Wie geht's dir? Ach, schon besser. Ich hab's im Fernsehen gesehen. Und? Ich hab die ganze Nacht nicht schlafen können. Warum denn? Ich hab mir gedacht, wenn du so ein guter Freund bist, dann müsstest du doch eigentlich auch ein guter Vater sein, oder nicht? Gibst du mir denn noch eine Chance? Ja. Dann schaffe ich ein Comeback. Hallo. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich möchte zu Herrn Belo. Wo liegt er? Gang vor, zweite Tür rechts. Dankeschön. Bitte. Ganz schön beschissen aus, du. Danke für die Blumen, die du nicht mitgebracht hast. Warum hast du mir nie was von deinen Schulden erzählt? Hab ich doch, Frank. Hab ich. Aber was hätte das gebracht? Du hast doch nie zugehört. Du hast dir fast das Genick gebrochen.
3 Rippen und eine saftige Gehirnerschütterung. Du, das reicht mir. Na, du hast es ja auch verdient. Hier, ein kleines Trostpflaster. Viertelmillion. Von Walker? Ja, von Walker. Was musst du für ihn tun? Dich in seiner Show umbringen? Ha, viel schlimmer, du. Ich habe mich für 3 Jahre verpflichten müssen. Weder Tournee, mit Paradenshow. Ja. Ich bin sein Zugpferd. Aber danach ist Schluss, Jochen. Ja, endgültig. Danach ist Schluss. Frank, klar. Endgültig. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.